So, damit willkommen zurück zu Runde Nummer 4. So, wir holen uns erstmal schnell die Kamera. Gehen raus. Und lesen, was wir brauchen. Actionfoto aus der gefährlichen Tierwelt. Schlagzeile über eine Berühmtheit. Story über den nördischen Spielzeugwahn. Warte mal, Spielzeugwahn, habe ich eine Idee. Das müsste doch theoretisch einfach hier sein. Gut. Statt aus der Vogelperspektive ist doch über Abteilung Dichtkunst. Also das könnte Ausguck sein, das könnte beim Obskuren bei der Ollen sein. Berühmtheit könnte Ransom sein, da haben wir ein Poster, wo wir es wissen, und Tierwelt. Okay, ich würde sagen... Ah, guck an, sie ist nicht weiter hier. Okay, das muss man also immer wieder machen. Wir müssen uns zur Toilette gehen. Wir nehmen den Schraubenzieher mit. Irgendwo eigentlich Tiere? Wir haben Pflanzen. Zählt eine Pflanze als Tier? Actionfoto? Ach, Actionfoto vielleicht einfach, wenn sie. Ja. Okay. Wir gehen statt aus der Vogelperspektive, ist vielleicht von hier oben gemeint. Weil Ausblick. Aber Freistationszirkus. Ne, das ist nicht die Stadt, das sind ja Außenbezirke eigentlich nur. Ne, das kann es nicht sein. Okay. Wir gehen zurück. Wir haben jetzt den Schraubenzieher, da können wir vielleicht das Plakat abmachen, um Ransom zu haben. So. Schraubenzieher. Okay, und damit könnten wir den... Okay, Hammer. Vogelperspektive. Wo sind wir denn hoch? Im Hotel waren wir sehr hoch. Wir kommen nicht zum Hotel hin. Bei der Brücke waren wir weit oben. Ja gut, wir können die Leiter raufklettern bei der obskuren Dame. Übrigens jetzt nicht mehr. Flackert jetzt. Wir müssen ja, warte mal, wir müssen ja E1 hoch. Nee, bleib mal kurz da. Nach rechts. Das war ja irgendein wunderbares Gedicht. Okay. Haben wir hier irgendein Fenster, wo wir rausknipsen können? Ja, guck dann. Gibt es noch ein höheres Fenster? Ah, guck an, wir können das SD Diner. Kann sie fotografieren? Die stellt sich einfach so hin. Fotografiert Richtung. Bücherregal. Eine verrückte kleine Dame ist das. Gut. Ihr seht übrigens, ich bin jetzt schneller mit dem Ganzen, was aber einfach daran liegt, dass man jetzt gesehen hat mit der zweiten Runde, wo ich alles im Abgegangen bin, dass alles eigentlich bleibt und man sinnlos jeden Gegenstand von Anfang an mitnehmen kann, aber man braucht nicht alle, man braucht nur die, die man gerade aktuell... Okay, war das. Gerade für die Fotos benötigt. Und demnach kann man hier ein bisschen aktiver arbeiten. So, ich patche meinen Auftrag. Großartig, Testlauf. Und damit haben wir Nummer 4 beendet. So, und damit willkommen zu Runde Nummer 5. Wir haben 20 von 30. Wir öffnen den Schrank. Schauen hinein.
schauen uns an, was wir so machen müssen. Kracher zur Geschichte des Telefons. Okay, Telefone fotografieren. Schlechte Trinkwasserqualität. Story über Allergien. Foto über einen gefährlichen Job. Story über Hausbeschädigung. Okay, es wird schwerer. Trinkwasserqualität, habe ich eine Idee. Und zwar der Hydrant. Okay, nee, dann machen wir es anders. Wir gehen zum Diner. Holen uns. Quatsch, Diner habe ich gesagt. Zum Diner holen uns ein Glas Wasser. Nehmen das Wasser, füllen das mit dem schlechten Wasser. Das zwar, also muss ich gleich nachfüllen. Ja, der Job könnte aber defotografieren eigentlich dorthin. Also könnte man. Ich finde das schon gefährlich. Okay, finden Sie nicht gefährlich, dann ist das nicht so. Dann machen wir hier. Okay, Geschichte des Telefons. Wir haben verschiedene Telefone. Bei der Polizei haben wir eins zum Beispiel. Und in einem Telefon. Das stimmt auch. Gibt es auch noch einen bei. So, okay. Über Allergien. Allergie. Gefälscher Job. Sheriff? Das Gefährlichste, was er jeden Tag war, Blick in den Spiegel, okay. Hausbeschädigung. Vergangenheit, leider. Das ist nicht mehr beschädigt, auf jeden Fall. Aber Hausbeschädigung ist ja was anderes als das, was hier ist. Hausbeschädigung, gefährlicher Job. Allergie. Moment, die Idee. Wir können es nicht bewegen. Wenn wir den Schraubenzieher haben, können wir es dann bewegen. Und dann irgendwie gastechnisch ihm da ordentlich was Gefährliches antun. Hier irgendwas Gefährliches? Scheinbar nicht. Okay, mach das mal mit dem Ventilrad. Vielleicht ist da. Ah, es ist gefährlich. Okay, damit haben wir einen gefährlichen Job. Ja. Okay.
Okay, Hausbeschädigung und Allergien. Wo ist denn ein Haus wirklich beschädigt worden? Das vielleicht? Ach, Beschädigung. Ich weiß es. Das ist damit gemeint. Na komm. Wie nicht? Okay, ein paar neue Fotos. Okay, haben drei Stück. Okay. Nee, ist leider auch nicht die Flasche. Eine Allergie. Eine Arbeitsallergie vielleicht? Allergie und Hausbeschädigung. Eigentlich sind genügend Sachen hier beschädigt gewesen. Aber wir hatten wenig, wo wir mal... Da gehen wir nochmal auf die Toilette. Ist ja natürlich eigentlich auch beschädigt, wenn man es genau nimmt. Ich kriege aber auch wirklich ganz wenig Film nur noch dann immer von ihr. Ich dachte, man macht wieder, man füllt das 10 auf. Ich habe 3 gemacht, also kriege ich wieder 7. Dem ist aber nicht so. Drei Bilder übrig, ja.
Allergie vielleicht. Ich meine, es könnte ja auch eine Allergieliste sein im Diner, aber haben wir da eine gesehen? Schädigung. Ist ja ist sowieso closed. Das ist jetzt nicht so, dass hätte jemand anders das irgendwie beschädigt oder Graffiti was dran gemacht. Ich merke, das ist was. Ach, warte mal, Beschädigung. Hier ist doch ein Einschussloch. Ne, ist auch nicht. Okay, schon mal neue Fotos. Ich probiere mal eins und push neue Fotos, weil das ist gerade Quatsch. Sonst muss ich ständig wieder hinlaufen. Das bringt nichts, bis gleich. So, ich habe neue Fotos geholt. Was mir so einfällt, wir haben ja mit den Briefkasten kaputt machen können. Vielleicht können wir mit den Schraubenzieher noch Messer kaputt machen. Okay, das geht nicht. Wo gab es denn noch technische Geräte, die man kaputt machen könnte? Hier drin gab es was. Okay, warte mal, wie war denn das jetzt? Wir müssen ein Foto davon machen. Dann müssen wir die reinlassen. Ich habe keine Person bisher übrigens gefunden, die irgendeine Allergie hatte. Ich meine, wir können Stauballergie, Staubkorn vielleicht fotografieren. Damit ist sie gleich in der Bank. Wenn wir noch Staubkörner hier rumliegen sehen, oh, das geht ja nicht, wenn wir Staubkörner, die rumliegen, wenn wir die alle aufgenommen haben, es liegt ja keins mehr rum. Es gibt schon endlich viele. Das bedeutet andersrum eigentlich, wir fotografieren die einfach. Oh, ernsthaft. Okay. Hä? Haben wir das falsch gemacht? So weit weggeklickt, was sie sagte, weil es eigentlich ja immer wiederholend war. Wir gehen nochmal zu ihr, zu unserer lieben, guten Schwester. Das ist das letzte Mal, dass so gut funktioniert, erstaunlicherweise. Jetzt. Okay. Können wir das Telefon einfach kaputt machen? Moment. Nee. Aber wir haben dieses Ding. Die Batterie.
Ruinen zum Tod. Ich habe liebevolle Erinnerungen daran. Was anderes, was ich hier kaputt machen kann? Hast du Batterien? Haben wir irgendwo bisher Batterien gefunden? Nimm ich das hier einfach mal. Es muss dramatischer sein. Wir haben jetzt keine Fotos mehr, oder? Okay, schon mal neue Fotos. So, wir probieren es jetzt einmal nochmal. Und zwar, was ist, wenn ich jetzt hier aktiviere? Shit, das geht einfach nicht. Warum haben wir das, wenn wir keine Batterien haben? Immer nicht Star, was irgendwie Batterien ersetzen kann, oder? Wenn ich die Kamera darauf anwende, wird ja auch noch das gemacht. Haben wir irgendwas anderes Elektrisches noch? Ah, guck an. Das geht. Dann kann man reparieren. Oh, guck an. Dadurch haben wir. Ah, wir haben damit Strom. Ich verstehe. Wir machen es nicht kaputt, sondern wir laden das auf. Egal wie das geht, wir reden nicht drüber. Und nutzen das jetzt. Da gehen eine Menge Kinderzinnerungen in der Menschen-Menschen-Rauch auf. Ich schätze, das ist nun das Problem der Bank. So, und damit haben wir alles. Okay, das heißt, wir gehen schnell zurück. Und haben damit die ersten, die fünften fünf Fotos, das heißt 21 bis 25 erledigt. Okay, an der Stelle musste ich ein bisschen rum. Probieren. Aber auch hier ist wieder interessant, wir haben eigentlich nichts Neues gekriegt. Ist alles schon alter Käse. Das heißt, welches von diesen Items haben wir noch gar nicht gebraucht? Die Flasche haben wir, Flasche zu Geld, wie man so schön sagt. Das Device haben wir gebraucht, den Petspender haben wir gebraucht, Schraubenzieher mehrfach, das Glas Wasser. Ach Quatsch, bin zu weit. Wir haben diese, dieses kaputte Postding haben wir noch nicht benötigt. Okay, also wir geben es ab. Ich tausche meinen Auftrag. Und damit machen wir gleich Runde Nummer 6. So, und jetzt Runde Nummer 6. Okay, wir holen uns erstmal wieder wie immer die Kamera schnell. Gehen raus und lesen, was zu tun ist. Vandalismus an Staatseigentum. Da, okay, das ist... Das ist, wissen wir, wie es geht. Geschichte kleiner Ohren, wissen wir auch, wo es ist. Story, Doppelbilder. Doppelbilder, das wird der Zeittyp sein. Explodiert den Spaß im Leben mit Katzen. Katzen hat man schon mal einen Hinweis, muss ich überlegen, was das war. Und Glücksspielproblem ist Lotto. Okay. Damit haben wir schon einige ohne Riesenaufwand. Wir fangen an. Wir brauchen den Schraubendreher. Ah ne, warte mal, da war gleich was mit Verdreher. Ach, Spaß mit Katzenposition, genau. Sehr gut, haben wir schon mal das. So, was war hier? Lotto. Lotto, genau.
Vandalismus, ja, okay, das wissen wir auch noch, die Sachen. Also die Uhren-Sachen ist klar ganz vorne bei dem Laden. Die Gemalte. Gemalte, nicht Gemalte. Hey Willi, irgendwas spät und tschüss. Nacht Willi, Arbeit spät. Wir nehmen das. Okay. Und Staatseigentum weiß ich auch, wo es ist. Das haben wir jetzt schon sehr oft gemacht, wurde bisher nicht gebraucht, habe ich ja letzten Runde schon erzählt. So, dann werden wir. Genau. Machen wir das hier schnell. Doppelt. Okay, man muss also irgendwie den Sheriff und den Coroner zusammenkriegen. Mir ist das erste Mal schon aufgefallen, dass der Sheriff irgendwie immer uns hinterherrennt, wenn wir Blödsinn machen. Das heißt, wir werden oben Spaß haben. Gut, doppelt können sein, mehrere Pakete mit dem gleichen Zeug. Nee, das sagt so nichts. Weil es so viele Pakete sind mit diesen Plüschbären, deswegen hätte es sein können, doppelt. Okay, wir gehen also jetzt zur Hauptstraße. Wir reden nochmal komplett mit ihm. Bundesagent. Okay, sicher, ich gehe einen Pathologen für Sie holen. Ach, guck mal. War das eine Mutter? Fass nicht das Schlüssellein an. Ja, warte mal, dann müssen wir den aber hier hinkriegen. Den Shop. Da und machen. Das sind wir in der Zelle, was machen wir hier? Einschalten. Ah! Nee. Spieße. Ist ja Vertreter des Gesetzes. Okay, okay, das haben wir. Das war einfacher als gedacht. Warte mal, wir gehen da mal rein. Wir haben. Okay. Dann gehen wir runter. Holen den Pathologen. Der Sheriff will sie sehen. Sind doch zwei. Und damit haben wir hier den Hinweis. Cool, dass noch das Trio zu haben. Wenn man sich überlegt hätte, irgendwie kriegt man den Hotel-Concierge irgendwie dorthin. Aber okay, nehme ich an. Damit müssten wir es alle haben. Fertig mit dem Auftrag. James Fertscher übrigens. Weißt du irgendwas über den Körper, den er unten unter der Brücke fand? Nein. Mir geht's nicht gut. Ich muss mal in die frische Luft. Frische Luft. Alles kommt zurück. Erinnerung. Das ist schon ganz schön creepy. Ransom. Also.
Ich schätze, das ist alles meine Schuld. Muss ein Fehler in meinem gehackten Spielstand gewesen sein. Ich bin nicht so talentiert wie du. Wer ist das schon? Hohohohoho, Dolores. Du solltest gar nicht hier rübersehen können. Ach, schätze, das bricht jetzt alles zusammen. Lass uns schauen, ob wir den Fehler beheben können. Ich wüsste da schon was. Und wir haben es fertig. Dolores, a Simple Wheat Park Mini Adventure. Cool. Hat er halt nebenbei gemacht. Hat die ganzen Animationen genutzt, Soundfiles und alles. Und konnte da ein bisschen rumspielen. Ist ja okay. Vollkommen. War es jetzt was Außergewöhnliches? Nö. Waren es harte Rätsel? Ja, manchmal die Erkennung, was dahinter gemeint ist. Man war am Anfang halt unsicher und hat damit Additional Art bei... Okay, noch zwei neue Sachen dabei. Das Problem war eher, man wusste noch nicht, wie das abläuft, ob das jedes Mal was Neues ist. Deswegen habe ich beim zweiten Mal alles nochmal sehr intensiv abgesucht und mich gewundert, dass das Zeug vom ersten Mal weg war. Aber wenn man einmal weiß, dass es ja alles irgendwie zusammenhängt und man eigentlich von Anfang an alles hätte machen können, so ganz im Groben, dann Community Translator. Okay. René Wagner bestimmt das Deutsche. If you enjoyed the game, even if you didn't, please go buy a Sweet Park. Kann ich nur empfehlen. Genau. War okay. Park winzige Nüsse gegenüber dem Hauptspiel. Stay safe war auch, man weiß also, wann das rauskam. Spaßig kleine Sachen noch, Ergänzungen und dass es irgendwie in dem Universum weitergeht. Load Ransom Redemption Hack. Aha. Wir gucken mal schnell, ob da noch was kommt. Bye. Ist in Ordnung, also ich finde es nicht schlimm, kein extra Hauptmenü, sondern immer wieder das Spiel wird neu gestartet. Keine Achievements, Staubkörner haben ja auch einen Sinn auf einmal. Kann ich mitleben. No really, please go by Simple Wheat Park. Gut, damit haben wir alles mit Simple Wheat eigentlich jetzt erledigt. Außer wenn irgendwann mal noch was kommt. Und Dolores Ransom Patch wird noch geladen. Moment. Deswegen war ich dann bei den späteren Runden schneller gewesen, weil wir ja schon so viel wussten, wie das geht und so viel gemacht haben, was wir da zuordnen konnten. Aber ich fand doch schön den Zeitungsartikel. Also er hat sich Gedanken gemacht, wie man das hier irgendwie wieder ein bisschen storymäßig erweitern kann. Okay, bis 14 geht es nur. Kommt er noch? Hast du echt erwartet, dass ich alle Zahlen nehme? Donald Trump ist ein Idiot. Nicht leider unterschreiben, aber nett, dass sowas noch am Ende kommt. Mein Passwort ist. Ja, für was denn dein Passwort? Okay, you could also go buy the merch on fangamer.com. Instrumental. Ja, das ist eine schöne Ikone der Point-Click Adventure. Muss man halt wirklich sagen. When will the song end? Das ist ja die Fragezeichen statt ein Ausrufezeichen. Ich weiß aber nicht, dass es noch lokalisiert wurde. Ich meine, man hätte es auch im Englischen jetzt hingekriegt. So schlimm ist es nicht, aber es ist nett. Einfach nett. Ein kostenloses Minigame, was einen 2 bis 3 Stunden, wenn man halt lange sucht, beschäftigt.
Please end. I have to go to the bathroom. Okay, now Steve. Kirk is just showing off. Look at me. I can write a long song. Muss er angeben. Showing off ist angeben. Na, na? Donald Trump ist still nicht yet. Es hört nicht auf. Ich würde es mal laufen lassen. Mal gucken, was da noch kommt. Thanks for hanging in there with me. I promise this will all end soon. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig, wenn all end soon sein soll. Aber wahrscheinlich während der Corona-Zeit hat er Langeweile gehabt und hat damit halt rumgespielt, was ja voll in Ordnung ist. Deswegen auch keine Soundfiles im Sinne von Gesprächen. Have I mentioned that you can buy some of it? Ja, ja, gut. Oder den Soundtrack auf Bandcamp kann man es dort kaufen. Ja, hast du schon mal erwähnt. Credit Talk. Ron Gilbert. Ich mag das also auch bei Filmen, wenn es so schöne Credits sind, die noch ein bisschen Spaß machen, die anzugucken, anstatt zu trocken, einfach nur alles abrattern. Keine funny Autos Things to say, okay. Das Wetter war ganz okay heute. Oder ganz nett. Meine Mutter hat nächste Woche Geburtstag, okay. Okay, er geht schnell mal ins Bad. Es sind noch so 10 bis 15 Minuten von diesem Lied. Be right back, BRB. Kurz vor, wenn man gerade beim MMO mal im Raid gerade weggeht. BRB. Bin gespannt, wann noch was kommt. Klospülung. Er ist zurück. Weil BB, welcome back. Ah, ich habe immer noch keine gute WoW-Klassik-Gilde gefunden. Ach, auch ein Nerd, man merkt's. The Secret of Monkey Eye, da war's. Oh Gott, das muss ich mal nachschauen. Okay, das war's jetzt endgültig gewesen. Bis demnächst, euer Leinetor. Tschüss.